Herzlich willkommen bei Steiner Naturell TV. Heute testen wir die Widerstandsfähigkeit von Naturstein. Dafür lege ich zunächst einmal die Travertin-Bustikplatte auf Eis. Diese stelle ich jetzt zur Seite, damit wir später die Frostresistenz testen können. Scherben bringen Glück, aber hält auch der Naturstein den Stand? Das tut er. Auch in der Küche muss Naturstein einiges aushalten. Wie Sie sehen, kann er das. Viele Kunden fragen uns, ob Naturstein auch für Haustiere geeignet ist. Wie Sie sehen, ist er das. Viele Kunden fragen sich, wie fleckbeständig Naturstein ist. Wie Sie sicher wissen, sind Ketchupflecken besonders hartnäckig. Aber von Naturstein lassen Sie sich problemlos entfernen. Naturstein ist so wärmeleitfähig, dass man darauf rein theoretisch sogar ein Ei braten könnte. Am Anfang haben wir unseren Stein auf Eis gelegt. Schauen wir mal danach. Den kann man doch noch prima verlegen. Nachdem wir den Naturstein und einigen Tests unterzogen haben, wollen wir mal die Schlagfestigkeit überprüfen. Tja, Naturstein sieht zwar echt toll aus, aber hält leider nicht alles aus.